Hola amigos und Grüße aus Spanien. Heute geht es um das Torstreichen. Das ist nicht besonders aufregend, aber vielleicht entspannend. Und während die Schwester schon aktiv ist, bin ich noch dabei, die Kameras einzurichten und umzuräumen und zu positionieren. Und ja, dann geht es also darum, das Tor nochmal ein bisschen zu entrosten. Warum? Wir wollten den nächsten Tag streichen, aber es hat 2 Tage lang geregnet in der Zwischenzeit. Und bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit sind doch einige Stellen wieder leicht anoxidiert. Und die müssen nun mal wieder entrostet werden. Also es heißt jetzt nochmal entrosten, obwohl wir eigentlich dachten, wir könnten am nächsten Tag streichen, aber dem ist es eben nicht so. Ja, und das Einrichten der Kameras, das braucht immer so seine Zeit, weil ich werde jetzt versuchen, die Kameras so auszurichten, dass wir sie also in keiner Weise mehr umstellen müssen oder anders anzoomen müssen, sondern dass alle Kameras praktisch immer das gesamte Tor aus verschiedenen Blickwinkeln im Auge haben. Und sobald ich damit fertig bin, ja, dann geht es auch los, dass ich also auch mithelfe beim Entrosten und beim Streichen. Kurioserweise habe ich ein Grün gewählt, was genau dem Grün der Guardia Civil entspricht. Also die Eingangstore und alles bei der Guardia Civil ist genau in diesem Grün. Warum ich ausgerechnet das ausgewählt habe, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch ein Vorteil, wenn alle denken, uff, hier ist eine Station der Guardia Civil oder hier wohnt einer von der Guardia Civil. Vielleicht hält das den einen oder anderen komischen Vogel ab, über den Zaun zu klettern. Vielleicht führt es aber auch dazu, dass der eine oder andere hier an der Tür steht und bei mir eine Anzeige machen möchte. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Jedenfalls ist das reiner Zufall, dass ich also diese Torfarbe gewählt habe. Und die Farbe hat nur eine einzige Besonderheit. Sie ist praktisch rostumwandelnd. Ich glaube, so nennt man das. Das heißt, dort, wo es rostige Stellen gibt, die wir dann überstreichen, wird also der Rost umgewandelt und es wird oder soll dann dazu führen, dass es an dieser Stelle nicht weiter rostet und man praktisch auf eine zusätzliche Grundierung verzichten kann. Schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Also das Video, das ihr bisher gesehen habt, ist von etwas über drei Stunden auf 10 Minuten 40 reduziert. Aber da ich immer noch der Meinung bin, die Streicherei ist nicht so wichtig und so dramatisch aufregend, dass man sich das stundenlang angucken muss, mache ich jetzt etwas ganz Besonderes. Ich rendere den Film und dann habe ich die Möglichkeit, praktisch nochmal die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das passiert genau jetzt. Also jetzt haben wir das Doppelte vom Doppelten vom Doppelten in affenartiger Geschwindigkeit. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Mickey-Maus-Film, aber okay. Ihr seht, es ist alles im Film drin und es ist ja nun wirklich nicht berauschend, ein Tor zu streichen. Aber ja, wie nach meinem Getreu, nach meinem Motto, immer alles zeigen, auch die Dinge, die schief gehen. Hier also das komplette Streicherei-Video in affenartiger Geschwindigkeit. Durch diese Extremverdoppelung haben wir das Video jetzt wieder weiter reduziert auf 6,17 Minuten. Und ja, ich glaube, mehr zusammenruppeln, mehr straffen geht gar nicht, weil dann, ja, ich weiß es auch nicht. Also das ist jetzt schon sehr extrem. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ich wünsche mir, dass ihr mir ein Abo gebt, weil ich brauche unbedingt Abos. Nach so langer Zeit fange ich also langsam an der Geschichte YouTube zu zweifeln. So, die Arbeit ist getan. Das Tor ist gestrichen und repariert. Und ich denke, das kann sich in gewisser Weise sogar sehen lassen.
da ich kein Maler bin und da ich Malen hasse, Gott sei Dank hatte ich Unterstützung und deswegen war das auch alles nur halb so schwer oder hat halb so lange gedauert. Und jetzt habe ich mit diesem Tor wahrscheinlich wieder für ewige Zeiten oder für die nächsten Jahre Ruhe. Jetzt gucken wir nochmal von dieser Seite. Und von hier ballert die Sonne richtig. So sieht das von dieser Seite aus. Also alles recht ordentlich. Ja, da kann man sich nicht beklagen. Und deshalb verbleibe ich mit einem Tschüss aus Spanien.